Wo seid ihr denn? Da habe ich viele Baumstämme hier liegen. Sechzehn Pfeiler, das sieht überhaupt nicht gut aus. Oh, hier ist eine Schildkröte. Zwei sogar. Ich stirb. Nein, mein Gamer. Warum tötest du alle Schildkröten? Ich kann das Fleisch noch nicht mal tragen. Ich kann überhaupt nichts von der Schildkröte tragen. Oh, hallo, du kleine Schildkröte. Lauf! Du sollst laufen! Fortbewegung im 21. Jahrhundert. Wenn wir irgendwann mal keinen Bock haben, Bäume zu fällen, dann müssen wir einfach nur einen Peter andocken. Der wird das alles schon für uns machen. Eigentlich müsste es mit Peter auch möglich sein, den ganzen Wald einfach mal komplett wegzurasieren. Und dann Bäume respawnen einfach aus. Also, dass jetzt keine Schweine mehr kommen, das finde ich ziemlich doof. Nur weil wir ein bisschen an deren natürlichen Zuhause kaputt gemacht haben. Ich bitte dich, liebe Natur, wir sind Menschen. Das liegt in unserer Natur, dass wir anderen Lebensräume zerstören. Also noch nicht mal im Schneebiom sind welche. Nicht umsonst haben wir den Beutelfuchs und den Beuteltiger ausgerottet. Na gut, das war nicht, weil wir die Lebensräume zerstört haben, sondern viel eher, weil wir die Tiere gejagt haben bis zum geht nicht mehr. Weil eine Prämie auf diese Tiere ausgelegt war, aber gut. Ich weiß gar nicht mehr, welches Tier es war. Ich glaube, es war der Beuteltiger. Das ist ein Krokodil. Es. Du bist ein Krokodil. Hallo, Krokodil. Ey. Ey, Leatherface, hau ab. Ich töte hier gerade Krokodile. Du kannst dir bei mir gerne Jagdtechniken abgucken, aber mir auch nicht. Oh, hier ist ein Dumbi. Ja, aha. So gelernt, wie es geht. Ja, ich hab's. Wir machen es einfach wie in Fortnite. Ein paar Mal in die Hocke gehen und schon hat man Sympathie aufgebaut. So, jetzt sind noch fünf andere Bambis und ich hab das Fell voll. Oh, noch ein Krokodil. Oh Gott, das würde sich rechnen an mir. Da ist noch ein Bambi. Oh, es rennt weg. Jetzt mal ehrlich, du Krokodil. Despawned. Ja, geil. Weißt du, ich sehe hier so ein Bambi, es rennt weg und despawned. Blöd gelaufen. Genauso wie für dieses Krokodil. Ein Headshot, zwei Pfeile in den Körper, tot. Ach, die Blauen sind wieder nicht so freundlich. Leatherface lassen sich noch gerne mal überreden, aber...
Genau, schlagt euch gegenseitig. Ach, in der Zeit, wo ich weg bin, sind neben mir einfach zwei Bambis gespawnt. Schön, dass bei dir das spawnt, was du brauchst. Bei mir spawnen Wahnsinnige. Ey, du Stricher, hörst du mal auf, um mich herumzulaufen? Zieh ab. Was? Ich werde da oben bestanden gleich. Ups. Toll. Sag mal, mein Gamer, also Roman, weißt du überhaupt noch, ob, läuft die Sendung Ups, die Pancho eigentlich noch? Gibt's das noch? Keine Ahnung, glaub nicht. Die Sendung war nämlich gar nicht mal so schlecht. Ich meine, oft wurden Clips wiederholt. Und oftmals musste ich nicht lachen, aber... Nur weil ich nicht lache, heißt es nicht, dass ich nicht unterhalten bin. Das scheiß Leatherface hat meinen... Oh, ich hasse ihn. Mann, ey. Wieso braucht man keine Echsenhaut für diese Wärme an... Für diese Wärmerüstung? Bestimmt, weil Echsenhaut nicht wärmt. Oder hast du schon mal eine Echse irgendwo in dem Wintergebiet gesehen? Ja. Gut, aus diesem See kann ich kein Wasser nehmen. Was sagen Sie denn dazu? Ich? Ich meine hier den Leatherface. Ich meine das ernst. Was ist Ihre Meinung dazu, dass man aus diesem See kein Trinkwasser holen kann? Keine Sorge, es ist kein Katana, es ist ein Mikrofon. Ich möchte es gerne in Ihrem Mund halten. Kommen Sie zurück. Jetzt hat er sich in Luft aufgelöst. Ich werde nicht mehr. Guck mal. Oh ne, mein Gamer. Falls du noch Fleisch mitnehmen kannst. Nö, bin voll. Ich habe hier ein paar Krokodile schon ausgebeutet. Oh Gott! Was? Gott, ich erschreck mich einfach so. Da kommt so ein Ureinwohner an, die laufen. Ich dachte, das bist du. Und dann schreit er mich so an. Oh Junge, kommt schon, ey. Ich hab keinen Bock auf euch. Ich hab keine Lust mehr, darauf zu suchen. Verdammter Mist. Okay, er schießt einen Ureinwohner. Was macht die Frau? Stellt sich genau dahin, wo der Ureinwohner gestorben ist. Hm. KI, 10 von 10 Punkten. Also ich glaube, die wollte, dass das Zielen mir leichter ist. Sympathie aufbauen. Erstes Zeichen, dass sie Frieden wollen. Weißt du, was bei mir auf jeden Fall keine Sympathie aufbaut? Wildschweine. Was denn? Und Rehe. Weil die fucken mich ab. Ich glaube, wir müssen erstmal hier abziehen und was anderes machen. Also ich habe einen Tipp für dich, wie du Rehe findest. Wie? Einfach hinstellen, irgendwas bauen und dann spawnen sie einfach direkt hinter dir. Ah ja. Also so ist es gerade bei mir passiert. Oh, da ist ja noch eins. Willst du mich verarschen? Ich habe jetzt 5 Rehe. Dann töte das für mich, den gibst mir dann irgendwann. Ich brauche doch aber 6. Ach so. Mann, ey, bei dir spawnen die ganzen Kackviecher und bei mir ist nicht ein einziges. Und nein, eigentlich mag ich Tiere, aber in diesem Fall sage ich Kackviecher, weil Viecher mich gerade echt provozieren. Okay, ich habe noch ein Reh gefunden.
Alles läuft gerade weg. Ich kann es ja auch holen. Wenn es jetzt nicht despawnt oder so. Es despawnt. Sind das meine Kabel oder läuft hier schon wieder ein Dicker durch die Gegend? Ich glaube, das ist das Geknackse von meinem Hals. Beziehungsweise von meinen Halswirbeln. Die knacksen immer so herrlich, wenn ich meinen Kopf langsam drehe. Ich bezweifle, dass das gesund ist. Ja, ich habe einen Reh getötet. Für dich. Was? Ich will aber nicht essen. Ja, will ich nicht. Oh, habt ihr sowas wie Essenszeiten? Abend, morgen, Mittag. Ich hasse Essenszeiten. Was? Nein, warum? Ich will nicht. Ich habe keinen Hunger. Hä? Was ist denn das? Wir schießen Reh an und es despawnt einfach. Nein, jetzt renn ich weg von mir. Was? Ja, ich komme gleich, ey. Auch wenn ich überhaupt keinen Hunger habe und nichts essen werde. Oh, danke Gott. Das Vieh ist tot. Yay, jetzt habe ich endlich auch mal ein Reh. Ich kann dir gleich eine Rehhaut geben. Ich bleib doch mal hier. Da ist noch ein Reh. Aber bei mir ist auch ein Christ. Die Christen sind echt erst seitdem da, seitdem wir diese scheiß Kirche haben. Die wollen unsere Religion aufhalten. Ich schlag voll in den Rhein und kein Schlag trifft. Also ich sehe überall nur tote, nackte Rehe. Hier ist etwas Schreckliches passiert. So viele tote Tiere. Eine Bestie muss durch diesen Wald laufen. Anders kann ich es mir nicht erklären. Mein Name ist Hunter Hunter. Und ich bin der Monsterjäger von D-Max. Hunter Hunter? Hunter Hunter. Heute handeln wir in unserer Dokumentation über okay, wilde Martin, Tiere. Kannst du mal bitte zu Monster. Mir kommen und mich beschützen? Ich muss jetzt kurz weg. Alles klar, ich beschütze dich, solange du gerade was am Essen bist. Kein Problem, ich stehe das ganze restliche Video jetzt hier rum vielleicht und mache gar ja nichts. Noch hier bei mir. Ich meine, ich bin alles klar. Beste Folge aller Zeiten. Bis gleich. Tschüss. Ich esse währenddessen Chips. Okay, ich hör auf damit. Ja, und sonst so? Wie sieht es bei euch aus, liebe Zuschauer? Und was habt ihr so am Wochenende Schönes gemacht? Oder heute, nachdem man in dieser Folge rauskommt? Bei uns sind es heute aktuell 45 Grad im Schatten, während ich das hier aufnehme. In der Sonne sind es aufgerundet 50 Grad,
Ganz knapp 50 Grad. Es ist 17.31 Uhr. Und wahrscheinlich kommen wir nicht mehr zur Borderlands-Aufnahme. Wahrscheinlich kommen wir auch nicht mehr wirklich weiter, weil... Ja. Uns fehlt es an Wildschwein und Rehen. Viel machen kann ich es leider auch nicht, da der mein Gamer AFK rumsteht. Ich werde einfach mit meinem Geld und ein paar Blättern dieses Feuer am Leben erhalten. Währenddessen werde ich Fleisch essen. Und weiter mit euch erzählen, weil mehr kann ich leider diese Folge bis jetzt nicht machen. Ich hoffe, er beeilt sich mit dem Essen. Ich finde es auch gut, dass er sich nicht hingehockt hat. Weil so ist er ziemlich offensichtlich. Und wenn er stirbt, ist das natürlich ziemlich beschissen für uns. Mal wir jetzt auch schon seit längerer Zeit nicht mehr gespeichert haben. Also, egal wo ich stehe. Ah, jetzt bin ich kaum zu sehen. Ich verstecke mich jetzt hier hinter meinen Gamer, damit ich kaum zu sehen bin. Währenddessen lauschen wir den wunderbaren Klängen einer komplett ausrastenden PlayStation. Ich habe ein Reh gehört. Jedoch kann ich dies aufgrund meiner Pflicht, ihn zu verteidigen, nicht jagen. Ist bis jetzt auf jeden Fall die spannendste Folge von allen. Ich glaube auch, er trollt mich gerade und redet einfach nur nicht. Ich bin halt wirklich einen halben Kopf größer als er. So. Können Sie ja die Wartezeit ein bisschen verschönern, indem ich Musik anmache. Mein Gamer ist jetzt wieder da. Ich habe einfach mal jetzt ein bisschen was rausgecuttet, weil... Ja. Ist jetzt nicht so viel Spannendes passiert. Ich habe mal zwei Fleisch aufs Feuer gepackt. War ein Reh da? Weiß ich nicht. Also ich habe eins gehört, aber ich wollte es nicht jagen, weil ich wollte dich hier nicht alleine lassen. Ich bin zu... Alter. Also ich schlag da so gegen... Wollte so gegen den Ast schlagen. Schlage. Lagerfeuer kaputt. Ah, schön. Das brauchen wir nur noch... Also ich bräuchte nur noch Wildschweine. Und einen Waschbär. Ich brauche noch 4 Rehe und ein Wildschwein. Und einen Waschbär.
Es gibt irgendeine Stelle hier im Spiel, wo ganz viele Mann, ich kann hier spawnen. Ein Reh. Oh, hier ist ein Reh, hier ist ein Reh. Oh, ich hab. Dann weg. Es ist despawned. Mann, wie ich Rehe liebe. Aber warte, da sind zwei Rehe. Zwei Rehe sind da. Ich sehe einfach nur schwarz. Ich werde das dann bei YouTube im Video dann heller machen. Ich höre nur, dass irgendwelche wegrennen von mir. Ja, du bist gerade an einem vorbeigerannt und ist jetzt weggerannt. Oh, bei mir ist einfach nur pures Schwarz. Ich sehe nur schwarz. Ich werde im Video mal den Vergleich. Ich werde im Video mal einen Vergleich machen, wie es für mich aussieht und wie es im Video. Also ich werde einen Filter drauf klatschen, damit ihr was seht dann im Video und dann werde ich. Oh, ich hab's getötet. Komm her, komm her. Kurz einen Vergleich machen, wie es für mich aussah. Okay, gib mir mal das eine Fell, was du noch im Inventar hattest. Oh, warte, warte, warte. Zweimal Fleisch ist verrottet. Okay, danke. Fehlt mir nur noch zwei. Alter, dieses monotone Geräusch der PlayStation macht mich wahnsinnig. Gott im Himmel. Das müssen sie bei der PlayStation 5 auf jeden Fall besser machen. Ja, wahrscheinlich ist deine und meine PlayStation einfach total verstaubt. Das glaube ich nämlich auch. Das können sie auch wahrscheinlich bei der PS5 nicht besser machen. Außer, dass sie so ein Anti-Staubschutz-Metall oder so erfinden. Ja, könnte schwierig werden. Ja. Sache ist, ich muss auch gleich essen gehen. Ich habe gerade eigentlich ansprechen wollen, dass ich Essenszeiten absolut hasse. Ich hasse Essenszeiten so sehr. Ich esse mal, wann. Wie lange geht denn die Folge noch? Noch. Aufgrund dessen, weil ich was rausmachen musste, noch ungefähr eine Viertelstunde. Okay. Ich kürze mal ein bisschen. Ich kürze mal. Ich sag mal noch 11 Minuten. Wir sind gerade schon wieder aus dem Norden raus, aber wir können ja jetzt mal nach Dings suchen. Wie heißt's? Vorsicht, hier ist ein Koko. 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 Ein Krokodilual. Ey, stehen geblieben, sie Dual. Oh, du bist tot. Hä? Der Körper ist despawned. Ja, hab ich auch gesehen. Und deine Pfeile. Ich hasse es. Also, irgendwie ist heute der Wurm drinne. Wir könnten ja jetzt mal nach, Waschbären suchen. Ja. Und mal schlafen. Und nebenbei, wenn wir die Waschbären jagen, könnten wir ja die Rehe jagen. Aber ich würde auch sagen, wenn wir das in dieser Folge nicht schaffen, dann machen wir das wieder außerhalb der Aufnahme. Fertig. Weil. Ist ein bisschen blöd, wenn man das dann so in die Länge ziehen muss, das Let's Play dadurch. Finde ich persönlich. Also Waschbären gibt's unten bei dem Baum des Lebens. Gibt es Waschbären. Und auch im Schneegebiet. Also könnten wir theoretisch einfach wieder zurück zum Schneegebiet gehen.
Alles klar. Ich schlag diese scheiß Krähe, ja. Schlag ihn eine Feder aus dem Gebälk. Mehr nicht. Ach, hör doch mal auf, mich zu triggern, du dämlicher Vogel. Ja, wo gehen wir jetzt hin? Baum des Lebens oder Norden? Schneegebiet. Okay, dann ab ins Schneegebiet. Vielleicht treffen wir da ja noch ein paar Rehe und Wildschweine an. Alter, dieser Gentleman-Anzug, ja. Dein piekfeiner Anzug und dann dieses Katana dazu und diese Fleischbrocken. Hier so ein Knie oder was auch immer das ist, Alter. Erstmal wieder ein paar Pfeile gekraftet. Ja, dafür habe ich zu wenig Federn, glaube ich. Ich habe jetzt noch 34. Ich habe 19 Pfeile und 2 Federn. Leben am Limit, Alter. Leben am Limit. Wo bist du? Da oben. Ich glaube, wir müssen den Wildschwein einfach Respawn-Zeit geben. Einfach mal uns aus dem natürlichen Kreislauf raushalten und warten. Da war eine Schildkröte. Bleib mal hier. Bleib mal hier. Warum? Ich höre, glaube ich, einen Mutant. Oh, danke schön. Oh, da hinten ist ein Mutant. Oh, ja. Alter, meine Ohren, Alter. Mann, ey, wieso habe ich keinen einzigen Sprengstoff dabei? Oh, es sind 2 Mutanten. Aua. Ich habe eine neue Taktik gefunden. Rückwärts gehen und währenddessen schlagen. Funktioniert ganz gut. Bis jetzt zumindest. Muschi ist tot. Hä, rüstet doch den Pfeil und Bogen aus, Alter. Der hat bei mir nicht Pfeil und Bogen aus. Ja, jetzt schießt er oder was? Jetzt wollte ich den scheiß Bogen wegpacken, der schießt da auch einfach. Ey, ich hasse das Spiel heute, echt. Die Steuerung ist komplett hakelig. Ja, und der Pfeil ist weg. Super. Geil. Ich liebe mein Leben. Kappa. Ich meinte eigentlich, ich hasse mein Leben bis zum geht nicht mehr. Und ich hasse die PlayStation dafür, dass sie so laut ist. Warum fällst du den Baum? Hast du Hunger? Ja. Okay, dann lege ich dir auch noch einen Lurch drauf. Keine Ahnung.
unser neuestes Modell einer Spraydose. Jetzt habe ich keine mehr. Wo ist meine Spraydose hin? Wahrscheinlich hattest du einfach keine. Ich hatte eine, definitiv. Oh nee, sag nicht, die ist durch den Boden durchgeglitscht, als ich sie eben fallen gelassen habe. Oh, ich hasse das Spiel heute. Ich verdurste gerade. Du erdurstest. Das Essen ist fertig. Okay, in so einem Wasserschlauch kann man zweimal trinken. Ich habe gerade mit einmal trinken 50% verdienst. Ey, jetzt kriege ich echt meine Spraydose nicht wieder. Einfach weil sie im Boden reingebackt ist. Oh, das Spiel kotzt mich heute an. Es gibt ein Lurch drauf. Da war eigentlich einer drauf. Sag nicht, der ist jetzt. Ich hab da definitiv. Ich hab gerade einen Lurch drauf gepackt und der war instant bereit. Also irgendwas stimmt heute mit dem Spiel nicht. Es kann nicht sein. Hier, guck mal, hier ist noch ein Lurch. Hier sind ja zwei Lurche drauf. Ist auch wieder instant bereit. Hä? Ich hab da jetzt zwei Lurche drauf gepackt. Beide instant bereit. Vielleicht bin ich jetzt so ein Meisterkoch. Instant Cooking. Wieso ist das Ding jetzt kaputt gegangen? Alter, was ist denn heute los? Hä? Könnte bitte mal irgendwas funktionieren heute in dieser Folge? Und falls das jetzt irgendwer denkt, ich habe das Ding nicht kaputt geschlagen. Das glaube ich dir sogar. Also irgendwas passt heute mit dem Spiel wieder nicht. Ich habe schon genug Steine. Ja, ich sammle trotzdem nochmal. Für Durst kannst du ja auch Himbeeren sammeln. Ich meine, was sind das für Beeren? Heidelbeeren. Boah. Ja. Ich weiß übrigens, wie man die besten Sachen im Spiel kriegt. Nämlich Geld. Musst ein paar Mal in den Boden reinstochern. Und dann findest du zumindest hier nicht, aber woanders findest du dann plötzlich ganz viele Steine. Kleine Steine. Hier ist ein kleiner Stein gespawnt. Und manchmal spawnt auch Geld. Kleiner Stein. Kleiner Stein. Was machst du denn? Geld. Musst du da einfach mit einem Stock rein oder was? Ja. 20 Münzen sind eben gespawnt. Hier ist meine Spraydose. Yay, ich habe meine Spraydose zurück. Ich habe sie gespawnt. Und jetzt spawne ich gerade Steine, kleine Steine. Hier liegen überall kleine Steine. Guck dir an, wie viele kleine Steine hier rumliegen. Ja, stimmt. Und nochmal Kleingeld. Was ich nicht aufheben kann, jetzt kann ich es. 97 Münzen. Also an manchen Stellen funktioniert das richtig gut im Spiel. Andere Stellen funktioniert jetzt eher schlecht. Hier funktioniert es gut. Hier habe ich gerade viermal zugeschlagen, vier also Steine bekommen. Wir sind gerade hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 kleine Steine. Noch mehr Kleingeld. 74 Münzen. Und noch mehr Kleingeld. 89 also ich Münzen. Ich habe bisher noch kein Kleingeld gefunden. Das nächste, was ich finde, kannst du dir nehmen. Ich sehe jetzt schon, dass Leute sich aufregen. Hey, ihr wolltet doch eigentlich Tiere jagen gehen. Jetzt stochert ihr mit Stöckern im Boden rum. Ja. Wir kommen. Das ist unser neues Hobby. Hier ist Kleingeld, kannst du dir nehmen. Bei mir ist überhaupt nichts. Nicht? Siehst du den Stein? Nein. Ja, also, okay. Bei mir liegen gerade gefühlt 100 Steine rum. Also in dem Gebiet hier kannst du gut rumstochern, hier findest du gut Sachen.
Also hier liegen gerade für mich 100 Steine rum, einfach nur. Oh, noch mehr Kleingeld. 23 Münzen. Kleingeld, ey, du hast doch einen Glücksstock, Junge. Ich habe einen verbesserten Stock, in dem ich hier rumstochere. Ja, ich hab auch einen. Kleingeld. Oh, nochmal Kleingeld. Ich habe ja auch Kleingeld. 70 Münzen und 57 Münzen. Ich habe schon die ganze Zeit Kleingeld gefunden. Ich habe es bloß nie gesehen. Diese vielen kleinen Steine hier überall. Hörst du das, wie ich die aufhebe? Ja. Ach, das ist nochmal Kleingeld. Na gut. Ich würde sagen, wir machen das jetzt alles außerhalb der Aufnahme fertig. Wenn irgendwas zwischendurch passieren sollte, was relativ relevant wäre, werde ich das natürlich mit aufnehmen. Und ansonsten würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Haut rein und ciao. Und wie viele Steine hier rumliegen. Einfach so stehen. Dreh dich noch ein bisschen. Ihh, du hast da ekelhaften Mutantenfuß an deinem, an deiner Kniekehle. Oh, ekelt. Ich will mal gucken, ob du das auch hast. Oh ja, du auch. Oh, das ist so eklig. Ist das widerlich. Oh, ekelt.